Guck mal, wie der Verrückte da die ganze Zeit rumfährt. Bei Pokémon Smaragd. Kannst du mal langsam fahren? Naja, kann er nicht. Die ganze Zeit ausweichen. Verdammt. Hey, du kannst wirklich mithalten? Nee, leider nicht. War zu langsam, hast du das nicht bemerkt? Ach, verdammt, knickt es immer nach vorne. Ich wollte jetzt jemand anders nehmen, wie zum Beispiel. Kyrnia. Nee, also für vielen. Ich weiß nicht, ob Magnaia wirklich so gut ist, weil. Keine Ahnung. Ja, ich muss bedenken, es gab in dieser Edition noch nicht so nicht alle Attacken, wie es jetzt in der 5. Generation gibt. Ne? Deswegen kann es deine Schule besser sein. Was war das? Ach komm, für 4. Nein, Minuten für 4. Danke. Nochmal an den Tilo. Biss und ich würde überleben, wollte ich gerade sagen. Das ist mir zu blöd. Ich würde jetzt am besten noch auswählen, dann würde es ja gar nichts bringen, sagen. Ja, und es wird auch so nichts bringen. Oh Gott. Schreck zurück und jetzt ist Magnetil tot. Danke. Du hast die Schaumwall durchbrochen. Nee, du hast mich mit Schall abgebrochen und ich hab's überlebt. Oder so ähnlich. Ein Triathlon ist extrem hart. Du musst schwimmen, Radfahren und laufen. Aber ich will gar nicht fahren. Ich will das gar nicht. Und von daher ist irgendwie das ein Scheiß aufgekommen. Okay. Gleich muss ich Pilze wegpacken. Meine Güte. Der ist schon Level 22. Der braucht nichts. Der entwickelt sich wahrscheinlich auf Level 30. Ich probiere jetzt immer mal so. Ein einziges Level ist das zu viel verlangt. Jetzt müsste ich ihn eigentlich wieder zurückgehen und heilen, aber bis in der Runde war gefällig. Pokémon-Kämpfe sind auch hart. Weißt du, ich mag dich. Wir sollen auf Küstenradwegen noch einmal gegeneinander kämpfen. Ja, ja, komm. Keine Lust. Willst du nicht kämpfen? Hallo? Ich kämpfe gar nicht. Dann ließ mich nur Löwes gesagt. Hallo? Also, hallo? Gefällt es dir, wie mein rabenschwarzes Haar im Wind weht? Ich habe nur deshalb die Haare wegwachsen lassen. So, das war sehr wieder Junge. So. Okay, ich kann jetzt vom Rad runtersteigen. Das ist das springende Rad holen. Na komm. Nein. Ich hab's Fokus. Also jetzt können wir damit auch so fahren. Klapprad ermöglicht Sprünge und Wheelies. Achso, ich muss abfahren, damit ich springen kann, okay. Ui, ich springe nicht an, oder ich ziehe einen Wheelie, ja. Ist ja nicht so super schnell, ne, aber Wheelies ist sowieso cool. Okay, hier ist die Arena. Was ist denn nicht springen? Ah, ins Pokémon-Center reinspringen mit dem Fahrrad, cool. So mache ich das auch immer. Verdammt, so, zack, und ab in die Arena, was ist hier los? Ich glaube, es liegt an dem Pokémon. Das ist ja Junge, mehr Pep hat, aber er hat zu viel Pep. Ah! Ach bitte, Onkel, bitte! Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich? Bitte! Und hör mal auf, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel zu stark geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Traster kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi Marcel. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Marcel, ich möchte von dir und auch meinem Onkel verstanden werden. Marcel, würdest du bitte gegen mich kämpfen? Okay. Marcel, vielen Dank. Okay, jetzt komme ich. Heiko, da ist er und wird gegen uns kämpfen. Er erinnert mich sehr stark an jemanden aus Pokémon Schwarz und Weiß. Und die Haare, ja gut. Mich, weil die Haare grün sind, so ganz einfach deswegen, keine Ahnung. Einfach so. Ja gut, wenn er jetzt nur mit Trassler kämpft, dann... ja. Ja gut, wenn er nur mit dem kämpft, dann sollte er mit Doppelteam wirklich arbeiten. Ja gut, das stimmt auch. Dann macht er das eigentlich ziemlich richtig. Das stimmt schon. Aber jetzt wird er halt von Iwesan die ganze Zeit geschadet. Das ist das Problem. Da kann er dann auch nichts mehr groß was machen. Jetzt werde ich ihm dann noch ein paar... Ja, gut, ich treffe ihn mit Paralyse, aber... Er wird sowieso jede Runde Schaden nehmen, deswegen...
Ja, er macht aber die richtige Taktik, das muss ich aber sagen. So hätte ich das wirklich auch gemacht, wenn ich nur diese Trassel hätte. Aber er kann mir halt nichts ziehen. Wenn ich jetzt den Gift mache. Aber jetzt ist alles gut. Und natürlich kann ich jetzt einfach nicht hineinrufen, den kann er nicht schaden. Nur treffen wir bis an, wenn wir treffen würden. Er fliegt trotzdem kaputt und mir kann er ja nichts ziehen. So, das ist krass. Jetzt wird auch noch zu rot. Ich hab verloren. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Marcel, vielen herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht einfach nur ein Pokémon und lässt sie kämpfen. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Heiko, du brauchst es halt nicht so niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten sie ja schon auf dich. Marcel, mir dämmert es so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann in diesem Flur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Können wir jetzt auch... Scott, was ist denn hier? Ich hab diesen Kampf beobachtet. Du bist da ein Freund von diesem Jungen, von Heiko, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckt. Beeindruckend besiegt. Hey, das ist es, was Pokémon-Kämpfer ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. Das ist schön, aber wir gehen jetzt mal in die Arena. Hey, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ-Marcel? Walter, der Arena-Tag von Malibu City, setzt Elektro-Pokémon ein. Das hat mich schon gedacht bei den ganzen Elektro-Pokémon vorhin. Wenn du ihn mit Wasser-Pokémon angreifst, macht er sie fertig. Britze. Die Türen lassen sich nur mit Schaltern öffnen. Wahnsinn. Nun doch mal los. Wasser-Pokémon, ich habe ein Wasser-Pokémon, das wird ihn platt machen. Ohne Ende. Glaub mir. Glaub mir mal. Wie siehst du jetzt mit dem EP aus? Wieso brauchen der noch? Nicht mit dem. Eigentlich könnte ich den noch ein Level entwickeln. Ein Level steigen lassen, was sag ich da? Den könnte ich auch. Nee. Ja, den könnte ich. Genau, bei den kann ich entwickeln, stimmt. Ja, doch. Dann setze ich mal. So viel nach vorne. Danach kann ich Knilz ein Level geben und danach kann Morabel den Rest machen. Dagegen laufen. Mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schockieren. Oder schocken. Die Spannung meiner Seele ist jetzt alle deine Träume unter. Setzt jetzt alle deine Träume unter Strom. Ja. Oh, das war eine Ansage. Ganz schlimm. Ja. Warum Kämpferin und warum Gitarristin? Was will eine Medizin in einer Elektro-Arena? Das verstehe ich gar nicht. Das ist. Nee, komm, das ist mir zu gefährlich mit Pfiffchen. Der könnte dabei jetzt sofort sterben. Setz dich mal Knilz ein. Und der wird mit dem Schuss das Fritzelblitz besiegen. Scanner schützt dich, ist mir egal. Ich greife ihn ja nicht an. Voltoball. Mega sauber auf Mediti. Nebenschuss werden wir. Voltoball. Ja, Ladevorhaben bringt ihm nichts. Das sieht man ja jetzt. So viel Fehler entwickelt sich gleich, das ist gut. Und jetzt steigt ein Level und noch ein Medizin. Was wollt ihr mit dem Viech? In einer Elektro-Arena, hallo? Das ist nicht so, jetzt sehen wir die Entwicklung von Pfiffchen. Hey, Pfiffchen, digitier zu. Magnaien, ja. Was? Ach nö. Knilz, die geht hier zu. Karpilz. Das hält jetzt nicht gerade. Tempo, oh ja, auf jeden Fall. Ja, warum hat der eigentlich noch Blitz? Kann ich das noch? Vergesst Blitz doch einfach, den Scheiß brauchst du nicht mehr! Der wird irgendwann noch Gigasauger erlernen. Ja, komm. Brauchst Gigasauger nicht mehr. Wenn Blitz weg ist. Ich meine, es muss ja irgendwo einen Attackenverlerner geben. Hoffe ich mal. Ich komme jetzt wieder noch ein. Was? Ach so. Aha.
bei der Zukunft jetzt gegen den kämpfen, ne? Probieren wir mal seine neue Stärke aus, die von Kapilz, wenn er jetzt vorne ist. Und danach mal einen Nein und danach wird Mulligurm, aber würde ich schon sagen, egal. Was wollen wir mit Normal-Pokémon in der Arena, hallo? Schluck. Hallo, was ist denn das für eine Arena? So, jetzt kommt Kapilz. Also ich finde es ein bisschen seltsam, was sie hier für Pokémon einsetzen. Tempo, zack. Stimmt, zieht ihn ja nicht so viel. Hm. Ja, jetzt wurde auch noch stäbig gemacht, also muss ein neues Pokémon her. Oh Gott. Heuler, ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich setze einfach wieder. Bist du mich verarschen, oder? Amnesie, oh Gott. Ja, wegen Amnesie überlebt er, das heißt halt noch richtig blöd. Aber jetzt ist es einfach gut. Ich finde ihn jetzt gar nicht lustig hier, ist auch nicht schlimm. Ich verliere auch ab und zu. Ich heule nicht ganz rum. Ich möchte das nach Level meistens gerne ordnen, aber da muss Kaffee zu agieren. So. Außer Zitzas und der Neite und das ist. Super Drang. Verdammt! Was mache ich denn eigentlich gerade? Ich will noch einfach hier lang gehen. Ach, das war so simpel. Wir will denn noch Erfahrungspunkte? Murabel und. Kacke, sondern Kürgier. Ja, mach den, ich will zu Marienleiter. So, Lebensschuss. Das sind, glaube ich, sogar beides Elektro-Pokémon. Bin mir auch nicht ganz sicher bei eben diese. Ja, doch. Das wird auch nett gewesen sein. Morabe 23, Magnetilo geht schon da völlig ab. Du bist verwirrt, zack und zack. Ist nicht mehr verwirrt, also du ziehst einen Lebensschuss mit ihm nicht besiegen. Eigentlich habe ich auch so eingesetzt. Volbeat, komm. Das ist ein Ende am Milchkopf-Fußstrahl. Und jetzt geht er noch daneben. Eines dieser Arena-Kämpfe von mit den Trainer eigentlich ziemlich dumm, weil man sich sowieso am Ende heilen geht. Oh, was sehe ich denn da? Gedankengut. Gedankengut ist eine richtig geile Attacke. Also, Gedankengut ist zwar keine Attacke, die was zieht, aber ich nehme Gedankengut sehr gerne ins Team. Und besonders, weil es erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung. Das ist... Nein! Was war... Nein. Ja. Teleport kann weg. Wir haben eine neue Attacke für uns. Irgendwann heute noch verlieren, so wie sieht der denn aus? So, dann gehen wir uns eben noch mal schnell hin. Eigentlich wollte ich das jetzt rausschneiden, ich habe es wieder vergessen, also von daher. Das ist jetzt auch einfach. Wie sieht denn der blaue Mann da hin aus? Ich möchte mal ganz kurz ansprechen. Hallo, ich bin der Bade. Würdest du meinem Lied lauschen? Oh Gott. Ach du meine Fresse. Scheiße, was. Oh Gott. Wie war das, mache ich denn? Ich kann auch hier. Und dann hier. Der sieht ja geil aus. Na, Altopo oder was ist das? Halt geil. Sind wir alle Pokémon? Wer fängt denn mal bitte an? Droki. Alle brauchen nicht anfangen. Ich lass mal Matlai noch mal den anfangen. Muss ich nochmal anordnen, das mache ich immer von Arena-Kampf. So, Mino kommt dann dahin und Morabel und. Da wird es tauschen mal, weil Morabel dafür das Anfangsbuch ist. So. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden? Das ist wirklich amüsant. Dann ist es nun an dir, dem Arenaleiter von Wallenfuß City, dich unter Spannung zu setzen. Arena Fight. Oh, fuck, nur noch 5 Minuten dafür. Ja, wie sieht der denn aus? Der lacht ja. Och, wie schön. Der ist ja geil.
Und da geht. Oh, verdammt, die Level sind aber verdammt hoch. Der Dora vermindert seinen Angriff. Genau, das hat er als Fähigkeit jetzt bekommen. Ja, Jaula, ich werde mich erstmal pushen. Oh. Wenn er mich jetzt. Ein Volltreffer, was macht der jetzt mit einem Volltreffer? Was soll denn das? Gut, dann werde ich jetzt mal ihn nochmal heilen, weil ich möchte jetzt eigentlich, dass er was machen kann. Nicht, dass er jetzt wieder stirbt. Muss ein Spul, ja, komm, trink was, Magnaien. Einfach wenn das kann man das trinken, ist auch gut. So, der greift jetzt wieder nach wie viel mit Funksprung an. Ich hätte gedacht, dass er eine Donnerwelle macht, um mich zu paralysieren. Oder er hat Glück und er schafft es mit Funksprung. Super. Ja, eigentlich müsste ich jetzt angreifen, weil sonst besiegt er mich danach. Also greift er mit Biss an. Weil der wird jetzt kaum noch einen Volltreffer machen. Aber wir werden vielleicht nicht. Also, ich fühle mich hier ganz schön verarscht, wisst ihr das? Also, das ist doch echt verrückt. Hallo? Noch ein Volltreffer? Das kann doch gar nichts sagen. Meine Fresse, das regt mich jetzt aber richtig auf. Okay, dann versuchen wir das gleiche mal mit Kirlia. Nee, das geht ja mal gar nicht. So, der wird entweder mit Funksprung oder dem anderen angreifen. Also muss ich hier mal, ja, Funksprung setzt jetzt erstmal ein. Schockwelle trifft nämlich immer. Bring ich mal kurz dazu, das einzusetzen. Hoffe ich mal, dass es klappt. Dann werden wir jetzt nämlich Fluchtwerk und Gedankengut einsetzen. Fluchtwerk einsetzen. Seines Gruppentypen. Oh komm, was soll denn das? Natürlich verarschen. Leck mich doch, keine Lust mehr. Ist unglaublich, wie der mich jetzt aufregt. Komm, Morabe macht das jetzt. Der kann mich, glaube ich, nicht mal mit was angreifen. Eigentlich würde ich jetzt Morabe gerne pushen, aber mit dem kann ich leider nicht pushen. Also Lebensschuss, Balzer, ja gut. Gut, bleib kurz vor, weil das ein Balzer nervt. Tolle Begründung. Fritzenblitz. Ja, Curly haben wir leider schon verloren. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass sie das schafft. Mal probieren wir es mal mit Carpets. Also ich will eigentlich nicht, dass Morabe jetzt alle Erfahrungspunkte bekommt, nur weil er hier super stark ist. Ich würde eigentlich mal versuchen, den anderen auch mal Erfahrungspunkte irgendwie zu geben. Weil natürlich könnte die Arena einfach nur mit Morabe schaffen, aber ist ja die Frage, ob ich das noch will. Ich möchte ja auch noch anderen Erfahrungspunkte geben. So. Jaula kann es auch ruhig machen. Ah, so. Jetzt noch die Starrspore. So gehen wir nicht. Also viel zu ziehen. So. Insgesamt schadet ihn ja wieder. Heilt mich wieder fast ganz. So, ich könnte jetzt mit Tempo oder mit Blitz, aber ich greife mal mit Tempo an. Das Kiere ist, dass er statisch hat und mich paralysiert. Und es war sowas von klar. Es war so klar. Warum habe ich das gewusst? Warum? Ach, Mann. So. Jetzt ist das blöde Funktion weg. Aber er hat auch noch keine besonderen Pokémon. Das waren alles einfach nur viele Pokémon, die stark sind. Okay, ist das ein besonderes Pokémon? Aber warte mal, da kann Carpets was anrichten gegen das Magnetan. Fällt mir so auf. Mit Tempohieb zieht er den was. Das ist nämlich sehr effektiv. Oh Gott. Oh Gott. Nein. 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 Warum Verwirrung? Bitte greif ihn an. Komm. Och, Carpets. Ist das dein Ernst? Okay, Verwirrung ist sofort wieder weg. Tempohieb, ich habe jetzt keine Lust darauf. Ja, es geht genug. Wenn er mich jetzt nicht besiegt, dann ist ja alles gut. Nein, nein. Noch ein Volltreffer, warum denn nicht? Ich meine, ja, es ist ja nicht so, als wenn das irgendwie Bezug wäre, dass er jetzt schon zum vierten oder dritten Mal bis zum Volltreffer hat. Und ich nicht einen einzigen. Lächerlich ist das. Oh Gott, Kappel ist schon wieder nicht. Oh Gott. Ah, okay, Voltenso, das dann will ich nichts sagen. Der hat was Besonderes, weil Voltenso, das ist dann schon wieder Entwicklung, aber eigentlich ist das auch nicht so besonders, weil ich glaube, es entwickelt sich genauso wie man. Nein, noch Level 18, von daher. Hätte ich mal eigentlich auch machen können, aber ich will das nicht. Ich will eigentlich schön das Minion haben, aber ich glaube, Minion ist gar nicht so stark. Aber ist ja egal, das ist eigentlich auch nur so ein Platzhalter eher. Bis jetzt haben wir eigentlich meiner Meinung nach immer noch nur drei richtige Teammitglieder. Weil. Das kommt auch immer mit wahrscheinlich. Bei Minion. Ah, er setzt Lübertrag rein. Warum sprühe ich eigentlich Feuchtbild? Das habe ich schon wieder gar nicht gemerkt.
so nochmal Lebensschuss, das zögerst doch ihn nicht hinaus. Du kannst mit Volsensu mir nichts anhaben. Lern es doch endlich. Wenn da jetzt noch einer kommt, ne? Okay, Initiative sehen ist auch nicht, gibt mir auch nichts. Ich bin sowieso langsamer als er. Oder ist jetzt gibt einfach so was. Ja, haben auch noch ordentlich was gezogen, aber jetzt ist er tot. Rabel Level 24, genauso wie Kapit. Sehr, sehr gut. Ah, oh, oh. So. Oh Gott, jetzt hat man das auch noch gesehen. Ach nö. Jetzt war da gerade mein jetzt bin ich auf die Windows-Taste gekommen. Ach Mann, warum passiert mir das eigentlich immer wieder? Schön, ich habe verloren. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen Ohren. Den nehme ich dankend an. Dynamo-Ohren. Nimm Dynamo-Ohren, können Pokémon da drüben auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und außerdem werden deine Pokémon ein kleines bisschen schneller. Ja? Oh, oh. Hm, dies hier solltest du auch an dich nehmen. Schockwelle war klar. Ist doch sowas von klar. Kann ich jetzt mal gegen jemand anderen kämpfen? Ja, ich habe Fliegen ja noch nicht, stimmt. Dann haben wir so ein Pokémon Center und dann ist dieser Part auch vorbei. Dann, ja. Bin ich traurig, dass ich jetzt schon wieder fertig bin mit heute aufnehmen. Ach ja. Naja. Jedenfalls haben wir jetzt den nächsten Orden. So, dann sichere ich jetzt mal. Kann ich auch vorspulen, ist auch ganz nett. Gut. Dann bis zum nächsten Part und tschüss.